Viele Menschen reden ja von Resonanzen. Und es gibt aber auch etwas, was in Resonanz gehen kann. Also nicht nur irgendetwas, was wir als Negativum betrachten, sondern es kann auch die Stille in Resonanz gehen. Und das ist das, was ja im Satsang passiert. Egal ob jetzt hier gesprochen wird oder ob geschwiegen wird. Es ist ja alles hier getragen und gefühlt aus der Stille, von der Stille. Und genau das kann in Resonanz gehen in dir. Wenn auch plötzlich diese Vibration des Seins in dir spürbar ist, diese Qualität von Ich Bin und gleichzeitig auch dieser unendliche Raum hier da sich wie dir eröffnet, in dem das Leben, alles das Leben pulsiert und gleichzeitig aber doch so vollkommen unbewegt ist. Und das ist wirklich immer wieder diese Entdeckung, dass da dass keine tote Stille ist, sondern dass die Stille nicht mal die Stille ist. Aber so etwas von Unberührtheit, dass es für den Geist vielleicht manchmal sogar erschreckend ist. Dieses absolute Nichts. Und doch ist es kein Nichts, sondern nicht nichts. Einfach unbeschreiblich. Ewig unwandelbar. Und es ist so wundervoll, wenn das in Resonanz geht. Ich kenne auch Schüler, die echt dann in Ängste geraten, dass das vielleicht in Abhängigkeit führen könnte. Aber Abhängigkeit von Stille, ich glaube, es ist immer noch nicht die beste Abhängigkeit, die es gibt. Und für mich ist es einfach wie so eine Unterstützung, die dann passiert. Eine Unterstützung, dass ich diese Stille, die ja in dir genauso vorhanden ist, die du genauso bist wie alles andere auch, dass ich die aber wie etablieren kann. Weil nur rumzulaufen und zu sagen, ich bin die Stille, ich bin das, da merkt man irgendwann, dass es eine Lüge ist. Es ist zwar die Wahrheit und gleichzeitig eine Lüge. Eine Lüge, wenn sich es einfach noch nicht realisiert hat, obwohl es schon realisiert ist. Und trotzdem muss es sich einfach in jedem einzelnen System zeigen, sich offenbaren. Es muss durchströmen, es muss dich komplett erfassen, es muss alles umdrehen, dass das wirklich kein Stein mehr auf dem anderen steht. Und dass es sich wirklich wie etabliert in jeder Lebenslage. Unabhängig, wie sie gerade zu sein scheint, wie die Erfahrung hier dann ist. Und diese Stille aber durch jede Erfahrung absolut durchscheint. Und ich glaube, nicht umsonst sind früher die Schüler noch jahrelang beim Meister gesessen, einfach nur, um in seiner Nähe zu sein, einfach nur, um in dieser Präsenz zu baden. Einfach nur um die eigene Präsenz einfach wie zu potenzieren, wie zu stärken, wie zu etablieren, damit sie wirklich gelebt sein kann. Weil das muss ja gelebt sein. Es nützt ja nichts, wenn das nicht gelebt sein kann. Und das dauert manchmal, das dauert einfach manchmal. In dieser Zeitlosigkeit dauert es manchmal. Ja. Das ist so diese totale Desillusionierung, wie Erwachen oder Erleuchtung ausschauen könnte. Ein Moment der Erleuchtung, ein Moment des Erwachens kann schlagartig alles in dir verändern und tut es bestimmt auch. Auch wenn es manchmal im Außen gar nicht so sichtbar ist, aber innen drin hat sich was verändert. Da ist wie so eine Verschiebung passiert. Eine Verschiebung
von dem Bewusstsein, das immer in etwas geht. Und plötzlich geht es nicht mehr in etwas, sondern offenbart sich als das, in dem dieses Ganze, was hier passiert, einfach sich spielt. Und es kann auch wieder wie zugehen und da kann auch so ein Schwanken passieren. Und das ist manchmal wie so ein Rein raus. Das ist, und das ist dann auch oft ein Kampf und dann erlebt man vielleicht mal jahrelang Stille und Frieden und plötzlich fällt ihnen nochmal was zusammen. Und dann kann es passieren, dass das alles in dir ausflippt, weil selbst das, was schon war, nicht mehr gehalten wird, weil es wie tiefer geht, weil wie alles vernichtet wird. Aber kein Vernichten im negativen Sinn, sondern in absoluter Göttlichkeit. Auch wenn es manchmal sehr, sehr negativ erfahren wird, weil das ist manchmal ja wie ein Todeskampf. Das heißt, du stirbst manchmal 1000 Tode. Ja, nicht nur einen, 1000 Tode. Und jedes Mal, wenn in irgendeiner Weise sich wieder etwas bricht in dir und wenn wieder irgendetwas zerfällt in dir, ist es wieder wie ein neuer Tod, der passiert. Und das gehört dazu, dieses Kämpfen und auch dieses Nicht-Haben-Wollen und aus der Sache raus-Wollen und keinen Bock mehr drauf haben und das an die Wand klatschen zu können. Ja? Das gehört alles sowas von dazu. Und ist sowas Natürliches. Aber wenn dich die Stille am Krawattel hat und du wirklich merkst in dir, dass einfach alles in dir immer wieder ja, genau zu dieser Unfassbarkeit sagt, ja, dann kommst du diesem ganzen Prozess eh nicht mehr aus, also es ist eh schon gegessen. Die Frage, wie schluckt sich's, ja? Und wir üben einfach gut im Schlucken. Ja? Manchmal drückt es ein bisschen da hinten, gell? Wenn der Brocken gar so groß ist. Aber irgendwie geht es dann doch wieder durch. Und wie herrlich ist es, wenn es wieder durchgegangen ist. Ja. Ja.